Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Need for Speed Unbound, zu einer weiteren Tuning-Folge. Und heute wieder mal mit einem Community-Wunsch, nachdem ich letztes Mal ja den Honda NSX aufgebaut habe, beziehungsweise Acura NSX. Ja, da mache ich jetzt nicht den großen Unterschied, bin ich ehrlich. Heute, wie gesagt, wieder mit einem Fahrzeugwunsch aus der Community. Nämlich hat sich Friesen etwas gewünscht. Ich denke, der BMW M1 wäre auch mal eine gute Idee für eine Folge, bei dem kann man auch schon einiges machen. Da bin ich sehr gespannt drauf, nachdem ich letztes Mal ja vom NSX leider doch ein bisschen enttäuscht war, was das Tuning angeht. Gucken wir mal, was heute mit dem M1 so geht. Wie immer natürlich zu Beginn der Folge der Hinweis, wenn ihr selber einen Fahrzeugwunsch habt, dann haut ihn gerne in die Kommentare rein und gebt auch dem Kommentar, beziehungsweise dem Fahrzeugwunsch, den ihr vielleicht auch ganz cool findet, einen Daumen nach oben, weil dann kann ich das auch ein bisschen besser einsortieren, was ihr sehen wollt und was nicht. Macht's mir persönlich ein bisschen einfacher. Und warte mal, da ist er doch direkt. Jawohl, BMW M1. 200.000, das ist für einen M1, würde ich sagen, gar nicht mal so teuer. Nehmen wir. So, ich bin sehr gespannt jetzt. Er hat ein Legendary Body Kit, das weiß ich. Die Frage ist, haben wir das frei? Nee, das müssen wir erst frei schalten. Ja, okay, das heißt, das kann ich so oder so noch nicht draufziehen. Da ist ein BMW Body Kit. Könnte das Pro Car sein? Ich meine, der M1, nee, der M1 war nicht in, der war nicht in Heat. Nee, war er nicht. Der war in irgendeinem Need for Speed mal drin. Ich weiß aber nicht mehr in welchem. Aber es wäre schon cool, wenn man ihn zum Pro Car umbauen könnte. Okay, das ist auf jeden Fall ganz schick, definitiv. Das hat was. Ja, okay, ja. Da ist er doch. Okay, das ist halt nice. Ich muss sagen, ich bin nicht der allergrößte Fan vom Serien M1 tatsächlich. Aber ich finde, das M1 Pro Car ist einer der schönsten Rennwagen, die je gebaut wurden. Ohne Scheiß. Also das ist krass. Ich glaube, innerhalb eines Modells von Straßenwagen zu Rennwagen geht meine Meinung selten so auseinander wie beim M1. Wenn überhaupt. Also das ist schon sehr, sehr krass. Was ist das denn? Nee, mach es weg. Und was ist das hier? Ja, also in einem anderen Leben war das hier mal ein M1. Irgendwann, bevor Satan seine Hand daran gelegt hat. Finde ich aber auch nicht schön, ehrlicherweise. Nee, das lassen wir auf jeden Fall weg. Ich sag euch, wie es ist, werden hier am Ende sowieso ein Pro-Car stehen haben. Aber wir gucken trotzdem mal, was wir alles haben. Vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Teile. Okay, das ist interessant, dass du damit quasi direkt einen Teil von der Haube noch mit anpasst. Okay, das ist interessant, definitiv. Scheinwerfer. Oh. Okay, interessant. Sehr interessant. Warte, wir gehen erstmal die Frontstoßstange. Ey, die Pro-Car-Schürze ist aber halt auch geil. Okay, die ist auch nicht schlecht, finde ich. Die hat was auf jeden Fall. Aber die Pro-Car-Schürze, das ist halt einfach, also da machst du nichts falsch mit. Unmöglich. Das ist die Frage, brauche ich noch eine Lippe unten dran? Ich würde sagen, das mache ich davon abhängig, was wir für einen vierten Seitenschwelder machen. Ich glaube sogar fast, das Pro Car ohne Klappscheinwerfer wäre auch geil. Da gucken wir uns am Ende mal an. Motorhaube. Ja, so zwei Nieten ran. Oder halt noch ein bisschen extremer, der Luftauslass. Ja, wie machen wir das? Ja, nee, nimm mal einfach die Anbringungen. Fenster, komm mal. Wir machen das mal ein bisschen dunkler. Why not? Was tut sie hier? Ach, guck mal da an der Seite. Ja, ja, klar, natürlich. Natürlich, ja, was auch sonst. Dass man das am Dach macht, ne, ist ja nur logisch. So, Außenspiegel. Okay, einiges an Auswahl, interessant. Sehr interessant auf jeden Fall. Hm.
Ist auf jeden Fall auch ein paar, die ganz nett aussehen, definitiv. Ich glaube, das wird jetzt das erste Mal sein, dass wir andere Scheinwerfer, genau, andere Scheibenwischer, mein Gott, Seitenspiegel dran schrauben. Scheinwerfer, Scheibenwischer, Seitenspiegel, so haben wir alles jetzt durch. Ich finde die ganz schick. Ich glaube, die nehmen wir mal. So, wir könnten die da Seite noch ein bisschen runterziehen. Das würde sogar passen irgendwo. Nee, würde es nicht, weil das zu weit unten ist. Ja, belastend. Fast jetzt gepasst. Ja, man kann nicht einiges machen. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen schockiert, dass man. Okay. Ich bin ein bisschen schockiert, dass man an ihm ähnlich viel machen kann wie am R34. Wenn nicht sogar noch einen Tacken mehr. Also das. Das ist schon heavy. Tatsächlich muss ich sagen. Okay, der hat echt ein paar geile Flügel, ne? Also gerade so der hier, der, das ist schon ein geiles Teil. Wir machen, wie gesagt, trotzdem ein Pro-Card raus. 100%. Da wird kein Weg dran vorbeiführen, das garantiere ich euch. Aber ein kleiner Diffusor hinten dran eventuell. Okay, so klein ist er nicht, aber ich finde ihn trotzdem ganz nett. Ich glaube, das kann man machen auf jeden Fall. So, vielleicht eine andere. Ach geil, der ändert die komplette Abgasanlage hinten ab. Nicht nur quasi das Endrohr, sondern allgemein alles. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Würde ich sagen, nehmen wir einfach die hier. So ein bisschen mehr im Racing-Look. Machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Warte mal, haben wir jetzt. Ja, genau, wir dürfen jetzt bald alles haben. Haben wir noch andere Felgen dann? Also. Nee, okay, wir haben nur in Anführungszeichen die Standardfelgen zur Auswahl. Wobei ich die ehrlicherweise sogar direkt ganz schick finde. Warte mal. Mach mal 19 Zoll draus. Vorne und hinten. Um die Farbe kümmern wir uns dann, wenn wir ein Design haben, natürlich, wie immer. Und dann ist jetzt halt die Frage, machen wir die Scheinwerfer auf oder lassen wir die Klappscheinwerfer quasi dran? Ich finde, das hat halt sogar was, ne? Ich finde, es ist beides cool tatsächlich. Ich denke hier gerade irgendwie ein bisschen an den Z1, BMW Z1. Also ich finde beides cool auf jeden Fall. Definitiv. Ich glaube sogar fast unter Anbetracht dessen, dass wir ihn mit den Fängen jetzt ja schon ein bisschen modernisiert haben, passt das hier sogar noch mit am besten. Ihr wisst, ich bin jetzt eh nicht so der allergrößte Klappscheinwerfer-Fanatiker. Oh ja, Performance müssen wir auf jeden Fall. Also der Wagen muss hochschießen im LI. Definitiv. So, was haben wir an Folien? Ich wäre sehr enttäuscht, wenn. Ja, guck mal. Haben wir doch. Da haben wir doch ein paar schöne BMW-Designs hier. Warum gibt's überall ein Design, was angelehnt ist an den A86? Bei manchen verstehe ich es ja, aber nicht bei einem M1. Da ist er kriminell. Ui, hat auch was. Naja. Ja, würde ich sagen, nehmen wir einfach hier das Design. Nehmen wir einfach mal direkt. Warte. Jetzt muss er natürlich nochmal hier kurz rein. Ja, genau hier. Nee, natürlich nicht. So. Nämlich in die Felgenfarbe. Genau. Was ist die Sekundärfarbe? Ah, okay, die Umrandung aus, die würde ich auf jeden Fall gerne schwarz haben. Da sind wir vom Farbton her bei was relativ Ähnlichem.
Ja, weiß man, Reifen, geil. Ja, jetzt sind wir vom Farbton her bei was relativ ähnlichem zu den wirklichen Pro-Car-Felgen, aber haben es trotzdem in einem leicht anderen Stil. Und das finde ich ganz schick, tatsächlich. Das gefällt mir. Dann ist es wirklich so, so eine leicht modernere Optik, die wir dran haben. Das finde ich nice, tatsächlich. So, ja, Neon und Airride aber auf gar keinen Fall. Fahreffekte müssen wir kurz ändern. Dass das zumindest halb vernünftig aussieht. Auspuff-Sound. Ja, passt so, glaube ich, noch am besten. Ja, nehmen wir. Nehmen wir genau so. Alles klar, was haben wir? Ja klar, der serienmäßige V12, dann rein Sechszylinder, okay. 3,0 Liter V6, auch interessant. Blatt 4, 63 PS, Subaru. Klar, LS haben wir natürlich auch. Logisch. Und R35 Nismo? Nee, der hat einen 3,6 Liter V6. 650 PS ungefähr. NSX hat deutlich weniger Leistung. Sonst hätte der sein können. Was haben wir denn? Warte mal. 450 PS, 3,4 V6. Das interessiert mich jetzt mal wirklich kurz. Das muss ja irgendwas sein, was viel Power hat. Dementsprechend hier auch ein bisschen weiter oben angesiedelt ist. Was könntest du sein? Ah, klar, natürlich, Ford GT. Der Ego Boost. Logisch. Den hab ich vergessen tatsächlich. Also das wäre schon wild. Das wäre wirklich so eine Nummer, wo man sagen würde, ob du doof bist. Aber auf jeden Fall. Hilfe! Weißt du was, wir hatten so zahme Aufbauten in letzter Zeit. Das passiert jetzt. So, in der Leistung können wir halt echt noch um einiges hochgehen, definitiv, okay. Ich bin sehr gespannt, wir hauen hier auf jeden Fall voll Hütte rein. Wenn der Wagen der S-Plus-Klasse ist, dann ist der Wagen der S-Plus-Klasse. Das ist mir sowas von wurscht. Das passiert. Das wird auch ein Full-on-Grip-Tuning, definitiv. Mit dem Pro-Car-Body-Kit haben wir da keine andere Option. Racing-Reifen, genau. Ja, ich hoffe, das Differential, das wird uns erlauben, auf 100 hochzugehen. Auf 100 Handling müsste es aber eigentlich, oder? Ja, okay, sehr gut. Und ich glaube, für die nächste Folge muss ich wieder ein bisschen Geld grinden. Aber gut, das kriegen wir hin. Oh. Und Kompressor kriegen wir ein bisschen mehr Power raus. Ja, ich hab schon immer gesagt, ne, Kompressor ist einfach die bessere Option. Es ist ein Fakt. So, wie gesagt, volle Hütte rein. ...752 PS, 871 Newtonmeter, Viertelmeile in unter 10 Sekunden, 365 km/h Topspeed nur auf 102,7 Sekunden. Ich würde sagen, wir können damit arbeiten. Oder warum kann ich eigentlich kein Achtganggetriebe einbauen? Kriminell. Ja doch, ich würde sagen, wir haben hier Großes erreicht. Bisschen Abtrieb noch runter. So, Driftbeginn auf der Bremse.
Und damit haben wir einen wunderschönen BMW M1. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie der sich in den Rennen anstellen wird. Ja, das können wir auf jeden Fall fahren. Das ist ein Takeover-Event, das fahren wir nicht. Ja, diese schnellen, diese langen Speed-Events, die finde ich persönlich nicht geil, muss ich sagen. Die sind mir wirklich eine Nummer zu lang. Wir haben was vergessen. Das habe ich letztes Mal schon vergessen gehabt, glaube ich, beim Honda. Aber ich habe da eine Kleinigkeit noch nicht gemacht. Und da müssen wir natürlich ran. Da führt kein Weg dran vorbei. Stopp. So, Nummernschild habe ich, wie gesagt, letztes Mal schon vergessen gehabt. Und wir nennen unseren BMW M1 im Procar-Style einfach Pro. Ja, das Kennzeichen passt. Nehmen wir. Mach noch einen Rahmen außenrum. Wunderbar. Ich meine, gut, sagen wir, das ist auf Kennzeichen ist auch geschissen bei dem Wagen. Muss man ehrlich sagen, weil Straßen zulassen kriegst du mit dem Ding eh nicht. Aber auf 37 verschiedene Ebenen. Da wird der deutsche TÜV wäre schockiert. Der wird dich auseinandernehmen für den Wagen. Hundertprozentig. Eieiei. Okay. Das ist ein ganz eigenes Händen hier gerade. Das hatte ich so auch noch nicht. Die erinnern sich an mich. Wie schön. Oh Gott. Oh. Das, ja. War schon kaputt, war ich nicht. Ihr habt da nichts mit zu tun. Ihr habt jetzt Lack von dem BMW M1 an eurem Truck hängen, ja? Seid mal dankbar. Das ist eine Wertsteigerung. Muss man auch einfach mal so sagen. Okay, wir haben hier ein sehr kurvenreiches Event. Ich würde sagen, der M1 schafft das. Mittlerweile wird meine Garage aber echt ein bisschen größer, ne? In der S-Plus-Klasse. Aber ja, für die nächste Folge muss ich auf jeden Fall ein bisschen was an Geld ranholen. So eine kleine Nummer grinden müssen wir dann machen auf jeden Fall. Okay, krasser Start hier. Ich meine, gut, sagen wir das, ein M1 wiegt halt nichts. Also... Ups. Deswegen eigentlich logisch, dass der so gut vom Start weggeht. Meine Procar, wie viel wir das gewogen haben. Sehr wahrscheinlich unter einer Tonne, könnte ich mir vorstellen. Ich würde schätzen, irgendwie 800 Kilo oder so. Wenn überhaupt. Und der Serien M1 war, glaube ich, auch bei 1,2 Tonnen irgendwas in dem Dreh. Ist halt jetzt die Frage, wie genau Need for Speed das Gewicht überhaupt mit einberechnet. Weil wir haben jetzt keine konkrete Gewichtsangabe. Ob wir hier überhaupt mit einer... Also ich glaube, irgendwo wird Gewicht schon existieren, logischerweise. Weil so ein Urus beispielsweise muss ja... ein bisschen mehr reinhauen als ein... Fiat Punto. Aber die Frage ist halt wirklich, ob jetzt mit einer Sportabgasanlage beispielsweise, ob da wirklich das Gewicht ein bisschen reduziert wird. Da bin ich mir halt nicht sicher. Oder ob ein bisschen Gewicht draufkommt, wenn man einen Flügel ranbaut. Ob Racing-Reifen vielleicht, keine Ahnung, wenn nicht Racing-Reifen, ob Racing-Bremsen eventuell leichter sind als Serienbremsen, kann ich nicht sagen. Wäre mal interessant zu wissen, auf jeden Fall. Kann man safe irgendwie rausfinden. Ich mag die Optik, wirklich diese... Die Felgen und die Scheinwerfer vorne, die geben ihm halt wirklich so ein... So ein bisschen was Moderneres einfach. Das hat was. Das ist genauso mutig wie die Cops hier, die sich mit einem M1 Procar anlegen. Wenn nicht sogar noch mutiger. Oh Gott, ich dachte, ich komme da runter. Zielperson bei Belmont Lake untergetaucht. Das ist richtig. Eiskalt abgetaucht. Ja, cooler Wagen auf jeden Fall. Sehr, sehr cooler Wagen. Macht richtig Spaß zu fahren, definitiv.
Kann ich nur empfehlen, wenn ihr Need for Speed anbaut, wird es euch einfach mal auch einen BMW M1 in die Garage zu stellen. Das wäre es mit dieser Ausgabe dann gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Deutschland und unseren Abo freuen. Schreib mir gerne deinen Fahrzeugvorschlag unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Servus!